Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder zurück nach meiner kurzfristigen, krankheitsbedingten kleinen Pause. Und unser SK-Sturm hat auf jeden Fall eigentlich jetzt nicht so viel Positives fabriziert in der letzten Zeit, in den letzten zwei Partien. Trotzdem ist man zumindest zweimal nicht komplett leer ausgegangen. Ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen. Vielleicht nur ein paar kurze Worte zum Mattersburg-Spiel. Es ist ja eigentlich alles schon gesagt und geschrieben worden darüber, was es irgendwie darüber zu sagen gibt. Das Spiel, glaube ich, hat insgesamt zwei gröbere Faktoren gehabt. Zum einen natürlich die eklatante Schiedsrichterleistung und zum anderen trotzdem auch die Dummheit unserer Jungs. Sorry an der Stelle, aber ja, ganz ehrlich, man hätte den Sack auf jeden Fall locker zumachen können, schon während der Partie, ohne dass man dann nachher hätte zittern müssen in den letzten Minuten. Dann dieser ominöse zweite Elfmeter, den man klar korrekt vom Regelwerk her schon geben hätte können, aber allein schon die Entstehungsgeschichte vor der Ecke. Also man kann sich darüber ewig unterhalten, auf jeden Fall. Ein sehr, sehr unglücklicher Punkteverlust in Mattersburg, der nicht hätte sein müssen. Mit bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit vom Tor und ein bisschen mehr Konzentration in der Defensive wäre ein Auswärtssieg locker drin gewesen. Auch mit diesem wirklich, 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 wirklich verflucht schwachen Schiedsrichtergespann im Nacken. Ja, vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte, so was ich so drüber denke, über das die ganze Außendarstellung eben nach dem Spiel. El Maestro, klar, die Aktion mit dem Ball wegschießen und wie er da die Mattersburger Inneneinrichtung so neu dekoriert hat, auf Deutsch gesagt. Und klar, auch das Kreisel-Interview, auch das für mich jetzt schon legendär. Und ja, der Spruch von Siebenhandel, sicher. Wer würde den Schiedsrichter nicht gern mal so ein bisschen umschneiden? Ich meine, ich sage alle, außer jetzt Kreisel, alle haben ihre Strafe bekommen. Ist auch klar nachvollziehbar. Natürlich wissen auch die Verantwortlichen, dass man sich nach außen nicht so präsentieren darf. Ich habe aber auch ein bisschen Verständnis für den ganzen Frust, gerade nach so einer Partie. Man soll sich nicht auf den Schiedsrichter ausreden. Aber da waren wirklich Sachen dabei. Keine Ahnung, Kitaischwili wird gefault und kriegt die gelbe Karte. Und lauter so einfach so Sachen, das frustriert dich dann einfach über das ganze Spiel. Und da verstehe ich auch in erster Linie alle, die da trotzdem am Verein dranhängen und sich dann einfach drüber aufregen. Denn ganz ehrlich, ist ja wahrscheinlich auf den Tribünen auch nichts anderes abgegangen. Also von dem her, sollte nicht passieren, wird nicht mehr passieren. Aber für mich ist es trotzdem bis zum gewissen Grad verständlich. Also so viel eben zu dem Thema. Gut, so viel eben zum Mattersburg-Spiel. Ein Punkt wurde es ja dann am Schluss. Und dann kommen wir eben zur gestrigen Partie, nämlich im Cup. Da hat unser SK Sturm auswärts bei Austria Klagenfurt gespielt, allerdings nicht im schönen Wörthersee-Stadion, wo wir schon den ein oder anderen größeren Erfolg feiern konnten. Nein, am Vorplatz hat man spielen dürfen. Das zum einen schon mal ein bisschen sehr lustig, wenn man weiß, was der Grund dafür ist, dass im Wörthersee-Stadion nicht gespielt werden kann. Da werden ja bekanntlich Bäume gepflanzt, aber ja, Kärnten ist halt da ein bisschen anders. Und auch das Spiel selber war eigentlich jetzt nicht wirklich eine Partie, wo man sich als Sturmfan jetzt so drüber freuen konnte, wie das Ganze gelaufen ist. Natürlich über den Ausgang, dass man den Aufstieg in die nächste Runde geschafft hat. Aber es war wieder unnötig mühsam und man hätte sich sehr viel Stress, glaube ich, ersparen können. Starten wir ins Spiel, unsere Blackies in den ersten 20 Minuten, wie ich finde, sehr, sehr ordentlich. Also man hat Gas gegeben, man hat gleich mal früh das erste Tor gemacht, nach einem Freistoß, nach einem indirekten Freistoß von Despodov in den 16er der Klagenfurter. Da ist es per Kopf Thorsten Röcher mit einem schönen Kopfball, der die Führung für unsere Blackies erzielt in Minute 7. Danach hat Sturm 2, 3, 4 eigentlich ganz ordentliche Möglichkeiten, die Führung auszubauen, vergibt aber leider die Chancen und danach, warum auch immer, schaltet man zwei, drei Gänge zurück und macht einfach mal gar nichts mehr, beziehungsweise befindet man sich in der Phase im Verwaltungsmodus. Von Klagenfurt kommt auch nicht wirklich was. Der Tabellenführer der zweiten Liga mit ein, zwei Halbchancen, die gar nicht weit erwähnenswert waren zu dem Zeitpunkt, wie ich finde, kommen aber dann in der 44. Minute aus dem Nichts zurück. Ein satter Schuss in Minute 44 eben vom 16er. Den Torschützen habe ich jetzt natürlich vergessen, blende ich euch natürlich ein, auf jeden Fall. Ja, aus dem Nix steht es 1-1 und damit geht es dann in die Pause. Und dann
ergab sich dieses Spiel, das Spiel oder die Hälfte, die eigentlich keiner haben wollte, nämlich Sturm mit Mühe und Not, und es ging eigentlich gar nichts. Bei Klagenfurt genauso wenig, die sind aber eine Liga unter uns, also da erwartet man sich nicht so viel. Aber bei unseren Jungs in der Offensive Totenstille, eigentlich kaum mehr produktive Offensivakzente, und das Ganze wurstelt sich so hin und her, schleppt sich so dahin, und interessant wird es eigentlich erst so gegen Ende der zweiten Halbzeit. Da gibt es nämlich auf einmal Elfmeter in Minute 75 für Austria Klagenfurt. Das Foul, okay, bisschen schwer zu sehen, aber ich würde mal sagen, es war auch nicht viel. Also Siebenhandel kommt wohl den Schritt zu spät, zieht da seinen ganzen Körper so ein bisschen weg. Die Berührung ist wohl da, der Klagenfurter fällt theatralisch, und den Elfer, den Fälligen, den verwandelt Marcuz zum 2:1 für Austria Klagenfurt. Sturm, das muss man allerdings ihnen lassen, dann trotzdem nochmal ein bisschen mit dem Willen. Also so in der Schlussphase hat man dann doch gemerkt, okay, man will es wenigstens versuchen. Ich meine, was bleibt einem auch anderes übrig? Durch die Einwechslung von Janscher kam auf jeden Fall ein bisschen mehr Schwung da rein, viel über die linke Seite, was dann doch lief. Manches konstruktiver, manches eher nicht, aber zumindest war der Wille da, und man ist dann tatsächlich auch nochmal belohnt worden, ebenfalls durch einen sehr glücklichen Elferpfiff, wie ich finde, so fair muss man sein, nach einem Foul an Thorsten Röch auf der halblinken Seite im Laufduell. Für mich gewöhnlicher Zweikampf, also für Elfer schon sehr hart, muss man auch sagen. Beschweren will ich mich da allerdings nicht. Den fälligen Elfer verwandelt Janscher souverän und trifft dann zum 2:2. Danach hat Klagenfurt noch zwei Riesenmöglichkeiten knapp vor Ende der regulären Spielzeit. Beide Gott sei Dank ungenutzt, und somit geht es in die Verlängerung. In dieser Verlängerung merkt man aber dann doch, dass Sturm den Ernst der Lage endlich mal erkannt hat. Bei strömenden Regen in Klagenfurt geht dann doch in der Offensive ein bisschen was, und es gelingt dann auch der Führungstrainer, ich glaube in Minute 110 herum, durch Juan Dominguez. Zunächst wird Janscher schön auf der linken Seite in Szene gesetzt, also bekommt den Ball, zieht dann so ein bisschen in Richtung, also am 16er entlang, zieht dann ab, der erste Ball wird abgeblockt, dann fällt er vor die Füße von Dominguez, und der Spanier mit dem Abstauber macht das dann schön, 3:2, und da ist natürlich jedem Schwarz-Weißen ein extremer Brocken vom Herzen gefallen. In der zweiten Halbzeit der Verlängerung kann Sturm dann sogar noch nachlegen, von Klagenfurt kommt eher weniger dann noch, also vielleicht waren auch da die Kräfte des Zweitligisten so ein bisschen am Ende. Sturm kann natürlich auch dann mit Leitke beispielsweise personell noch mal ein bisschen nachlegen und über die halblinke Seite dann noch mal einen Angriff. Zunächst der Ball von Janscher in die Mitte gespielt, und Lubitsch ist es dann, der aus halbspitzen Winkel, den aber technisch sehr schön verwertet, die Hereingabe, und eben das 4:2 dann knapp vor Ende dann noch macht. Also Sturm vermeidet das Elfmeterschießen, blamiert sich nicht wie beispielsweise die beiden Wiener Großklubs, wobei bei Rapid muss man sagen, gegen Salzburg kann man rausfliegen, aber die hatten halt Pech. Aber man schafft den Einzug in die nächste Runde. Und viel mehr gibt's dazu dann auch gar nicht zu sagen. Defensiv muss ich da gehörig was tun. Das ist im Moment sehr, sehr vogelwild, obwohl man zumindest vorne so langsam ein bisschen was, obwohl man es schön langsam zusammenbringt, in der Offensive ein paar Akzente zu setzen. So, also ihr merkt, ich bin noch nicht so ganz im Flow drin. Ihr seht mir das bitte nach. Ich bin da ja leider ja ein bisschen zwangspausiert worden. Und bevor wir das Video beenden, schreibt ihr mir natürlich gerne wieder in die Kommentare, was ihr zu den letzten beiden Partien bitte sagt. Was sagt ihr zur Mattersburg-Partie noch und natürlich zur Cup-Partie in Klagenfurt? Und wie sind die Aussichten auf den nächsten Gegner, auf die Admira? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich. Gamer Burschen. Und bis dann. Ciao, ciao.